Hallo und willkommen zurück zu Super Mario RPG. Wir werden mal ein bisschen weiter durch die Welt wandern. Jetzt glaube ich, jetzt weiß ich, was das Sternchen darüber heißt, dass da Speicherstation ist. Ja, wir müssen ja immer noch Prinzessin Peach retten. Und vermutlich ein paar Sternendale zurückbringen. Da geht's weiter. So, hier müssen wir rein. Pass aber auf, da unten ist es ziemlich dunkel. Und Opa meint auch immer, ich sollte mich hüten vor irgendwas, das Bellum heißt. Weiß auch nicht, was das ist. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht ein. Oh, man kann hier speichern. Sollen wir mal eine neue Datei nehmen? Jetzt muss ich hier verbocken. Okay. Wie komme ich da wieder hoch? Ah. Möchtest du lesen, wie man in Röhren schlüpft? Nein, ich kenne es von anderen Spielen. Aber da geht's nicht lang, ne? Siehste? Ich weiß, wie es geht. Das ist fischi, fischi, fischi. Das sind Mäuse. Ich würde mal eine aus dem Maul hauen. Ich meine, mit denen kämpfen. Okay, wir könnten Technikhilfe kriegen. Ich würde das sogar mal ausprobieren. Sternenstoß. Ah ja. Neuer Level. Hat er erreicht. Oh, das ist nur noch Level 5. Wir machen hier die Stärke seiner Magie ein wenig höher. Ups. Ich habe es gerade überlegt. Springe ich drüber oder sowas? Extra zu? Oh, schade. Okay. So viel halten die auch nicht aus. Blöde Maus, komm her. Das war zu früh gedrückt. Aber wir haben einen extra Zug. Na, das macht Mario schon alles alleine. Kiste. Da war jetzt ein wenig verblüfft. Da hält was aus. Gibt's dazu bald auf? Nein, eigentlich. Anti-Wandel-Button. Da komm mal. Boah. Eine Blume? Wie war.
Nee, Kabiri, oder? Warum nicht? Da haben wir wieder voll Energie. Aber... da füllen wir die Blumen wieder auf. Und die nächste Kapsel nehmen wir dann... blöde Maus. Was? Tony muss er. Da bin ich hier vergiftet. Habe ich immer noch die Vergiftung? Nö. Ich muss da. Muss ein Gegner gegen kämpfen. Oh cool. Gibt Erfahrung. So. Da unten waren wir glaube ich ja drin. Wir müssen da oben rein. Ich muss da durch. Ja, das war ja wohl nix. Keine Ahnung, was das jetzt war. Hätte man ihnen dann 5 Euro in den Hut schmeißen sollen? Oh, das sind ja lauter Mäuse. So. Maus an auf die Augen geben. Was wird das? Mario steigt bald auf. Ich muss da leider durch. Das macht ja nichts. Da gewinnen wir wenigstens ein bisschen an Erfahrung. Und schon sind wir da. Ich würde mal fast sagen, nach oben. Nee, da waren wir doch, oder? Da waren wir doch drin. Mist, jetzt bin ich runtergesprungen. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen hier. Da waren wir doch hier drin. Und dann sind wir doch hier rüber. Ja genau, da sind die blöden Mäuse rausgerannt. Was? Na, warte mal. Okay, wenigstens steigt Mario auf. Ist nun auf Level 6. Jawohl. Mario hat die Technik Supersprung erlernt. Was war nicht für wen, aber... den machen wir weiterhin auf Stärke. Ach du blöde Maus. Jetzt eigentlich wissen müssen. Was daneben? Oder warte mal. Da lohnt es ja.
So, jetzt müsst ihr aber alle Mäuse weg haben. Die Truhe ist wieder da, aber. Ach du blöde Maus, jetzt vor lauter Schreck bin ich runter. Blum. So. Jetzt mal überlegen. Da sind wir das letzte Mal rein. Und da sind wir noch schon gelaufen, oder? Bin mir nicht so sicher. Gehen da noch mal rein. Dann sind wir noch dahinter gelaufen. Da haben wir die ganzen Mäuse weggemacht. Und dann sind wir da rein. Und dann sind wir hier raus. Genau. Und ich denke, wir müssen da rüber. Darüber, dass wir auf diese Röhre hinkommen. Oder zu dieser Röhre hinkommen. Ich glaube, das war schon mal ganz richtig. Du hörst sehr viel Wasser ablaufen. Okay, wenn wir Glück haben, brauchen wir gegen die gar nicht kämpfen. Das heißt, wieder zurück. Jetzt müsste das Wasser weg sein. Tatsächlich. Oh, der Fisch ist immer noch da. Bei den habe ich es einfach nicht so raus. Ah, jetzt können wir da hin. Speichern wir doch hier mal. Wird nicht umsonst hier sein. Nein! Okay, wir wissen den Weg. Das war jetzt natürlich Dummheit. Da haben wir gespeichert. Da müssen wir rein. Oh oh. Ah, okay. Geh weg! Oh Mann. Das gibt's ja nicht. Bist du so blind? Da erstmal dich wegmachen, wollte ich sagen. Geh doch. So, der Kleine kann aufsteigen. Einmal sollten wir vielleicht den KP investieren. Der hat nämlich recht wenig. So, ich glaube, wir sollten schauen, oder das? Das muss dieser Bello sein. Bellum sein. Komisches Ding. Und was für eine lange Zunge der hat. Kann man da dran ziehen? Oh. Rohoho. Klasse, meine Zunge, oder? Damit fällt es mir viel leichter, leckere Häppchen wie euch zu verputzen. Überdimensionaler Köder, oder? Ich würde mal... Was ist denn mit den... Oh, das kostet zwar ganz schön viel. Drücke beim Landen A, um erneut auf denselben Gegner zu springen. Ah, war schon mal ganz gut. Techniken.
Ich will mal Gedankenleser anwenden. ...385 hat er. Anfällig gegen Elektrofurcht, Gift und Stille. Aha. Oh. Lecker Hämpchen, frei Haus. Man reiche mir mein Lätzchen. Oh. Hat er mich abgeschleckt? Gegen Elektro bist du. Ekelhaft, Junge, ekelhaft. Ich will jetzt beibringen, Platz zu machen. Der Körper aus Holz, der Kopf voller Stroh. Ich mach dich zu Scheuche. Rohoho. Daneben, Alter. Ich halt's nicht mehr aus. Wie, du musst jetzt futzen. Dieser Hunger, dieser schreckliche Hunger. Nein, was? Der frisst dann einfach. Er hat dann einfach gefressen. Ich mache jetzt einfach nochmal einen Zaubersprung. Bäh. Da ist er ja wieder. Das war ganz schön unheimlich. Denkt ihr, ihr habt gewonnen, wie? Aber Pustekuchen. Ohne mich ist hier Land unter. Hoffe, ihr könnt schwimmen. Wie, der haut einfach ab. Schwimmen? Da liegt doch ganz klar. Wenn hier Wasser wäre, würde man doch sicher was Lautes hören. Ich höre was Lautes. Mario, das ist was Lautes, oder? Klingt ja fast wie Wasser. Die Flut kommt. Schnell auf den Shuttle, ehe sie uns mitreißt. Würde ich ja gerne seit einer Stunde, aber ihr macht da bloß Blödsinn. Schnell durch, komm. Oh oh. Und jetzt? Dies ist der Fluss Corpus. Hoffe, du bist bereit für eine Wasserfahrt. Kleine Anleitung gefällig? Ne, wir finden es raus, oder? Wünsche frohes Flussschrotzen. Ah, man kann doch. Moment, da ist doch eine Höhle, oder? Oder was soll das sein? Was zum Geier? Ich kann hier aber auch nichts machen, ne? Da komme ich dann woanders raus. Okay. Komme ich jetzt dahin? Jetzt wird's wirr. Okay. Wir sammeln die Froschmünzen, Froschmünzen ein. Teufel nochmal. Bring das nochmal mehr raus, ey. Ich kann aber hier nichts machen, also. Ich sehe bloß, dass die halt da Blödsinn treiben. Eine Blume gekriegt. Ja, wenn sich zwei streiten, freut sich Mario. Jump. So, jetzt kommen wir jetzt wieder Münzen. Tatsächlich. Ja, was braucht man eigentlich, diese Froschmünzen?
Gute Frage, ne? Komm, du schaffst das. Mist, ich komme da nicht mal ran, oder? Doch. Nächste Flussfahrtphase. Das Fässerhüpfen. Anleitung gefällig? Nein, komm. Da haben wir jetzt mal schon rausgefunden. So doof sind wir nicht. Bereit? Dann kann es ja losgehen. Siehst du? Ganz easy. Allerdings sollte ich vielleicht einmal so ein paar so Münzen einsammeln. Man muss immer auf die Schatten schauen, ne? Na gut. So, der Profi bin ich da nicht. Muss man auch nicht sein. Kommt ein Fisch? Also mit dem Fisch. War das eine Gaudi, oder? Mal schauen, wie viele Münzen du so abgestaubt hast. Oho, 34 Stück. Willst du vielleicht die Münzen, die du auf den Fluss gesammelt hast, gegen Froschgroschen tauschen? Beim ersten Tausch gebe ich dir einen Froschgroschen für schlappe 60 Münzen Sonderangebot. Froschgroschen sind besonders grüne Münzen. Frag mal am Quappenquell danach. Die erklären euch die Sache genau. Mal sehen, wie viele Münzen du dir schnappen konntest. 34 Stück, ja, das wissen wir schon. Leider hast du nicht genug Münzen, um sie gegen irgendwas zu tauschen. Ich behalte sie für dich ein, ja? Komme jederzeit wieder und wage eine wilde Wasserfahrt. Ach so, hier hätte ich etwas. Das habe ich gefunden. Nimm es nur, hoffentlich bringt es dir Glück. Kobra-Panzer erhalten. Was ist ein Kobra-Panzer? Wie kann ich... Okay, kann dann er meins nehmen? Nein. Aber der Kobra-Panzer ist natürlich besser, ne? Okay. Da kann man speichern. Na. Ich würde mal sagen, wir machen da die erste Datei wieder. Ja, wir dürfen weiter. Hallöchen, wie kann ich helfen? Mallow, du bist's. Alle wissen schon, was für tolle Taten du zusammen mit Mario vollbracht hast. Sogar Bellum habt ihr besiegt. Echt? Das habt ihr schon gehört? Du musst wissen, Mario, die Strömung selbst trägt Neues aus der ganzen Welt hierher zum Quappenquell. Und genau darum weiß Opa alles. Und auch immer das Allerneueste. Man kann ihn immer fragen, was so anliegt. Wow, hey, dann bist du wirklich Mario? Super Mario? Freunde, kommt mal und schaut, wer da ist. Wer ist es? Ganz in echt. Schaut aber überhaupt nicht so aus, wie ich ihn mir immer so vorgestellt hatte. Es heißt ja, er könnte höher springen als jeder Frosch. Ob das was stimmt?
sehen. Schau an, schau an. Mein kleiner Hüpfer ist wieder da. Was hast du zu berichten, Malo? Opa, hallo, schon gehört? Ich habe Mario getroffen. Und Mario hat mir geholfen. Selbstverständlich höre ich das bereits. Und Malo, das Regenwetter vorhin, das warst doch gewiss du, oder? Wo ist der Opa überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Hey, ouch. Nicht wackeln. Halt mich ruhig und stabil, ja? Schwerelos und anmutig, wie besprochen. Das ist Oberquack. Sei willkommen, du bist also Mario. Ich bin der große Weise Quack. Reise Quack habe ich schon gelesen. Ey. Und du bist hier, um am Fundus meines Wissens dein zu haben. Habe ich nicht recht? Ich habe dich bereits erwartet. Ja, das Alter weiß oft weisen Rat, das ist wahr. Doch wo sind nun meine Manieren? Lass uns nicht an der Türschwelle sprechen. Komm, sei unser Gast. Und ab, Rückwärtsgang, presto. Soll es ins Wasser hüpfen? Quäppchen, sei nicht müßig. Bitte eine Brücke für Mario, ja? Ehrlich? Ich will erst mal gucken hier. Geht's denn hier noch hin? Oder geht's wieder raus? Mirdimbo? Hüpfe auf die Kaulquappen, um Musiknoten zu spielen. Zeige, wie musikalisch du bist. Und was bringt das? Sag bloß, das hast du komponiert. Nein, das ist nicht die richtige Melodie. Was? Gestatten? Tortarz. Der weltberühmte Komponist. Eigentlich versuche ich an diesem schönen Ort meine künftigen Meisterwerke zu komponieren. Doch die Muse will mich nicht küssen. Möchtest du eine kleine Lektion in der Kunst? Nein, nein, komm. Man muss es bestimmt nicht machen, oder? Was ist mit dir? Mein allergrößter Traum im Leben ist, ein weltberühmter Musikkomponist zu werden. Ich wäre eines Tages gern so berühmt wie der große Tortarz. Mein liebstes Musikstück? Na, ist doch selbstverständlich. Weiße Quack 18, weiß den Dur. Wie geht? G-A-E-D-C-D-D-C-D. Aha. Aber ich weiß nicht, wo was welche Noten liegen. Ich bin noch nicht so der Held. Wir machen jetzt das da. Wundervoll. Willkommen in meiner guten Stube. Ich will euch helfen, so gut ich kann. Nun denn. Schmierig, der Schurke, der Bowsers Festung erobert hat, ist ein mächtiger Feind, richtig? Und auch die Prinzessin will sicher so bald wie möglich befreit werden. Doch ach, wenn du nur die Wahrheit wüsstest. Peach weilt nicht mehr an jenen Ort. Gemach, junger Freund, lass mich erklären. Folgendes hat sich zugetragen. Du warst in Bowsers Festung, um ihre Hoheit aus den Klauen des Schuldens zu befreien. Und als du den Bösewicht besiegt hast, schickest du dich an, die Prinzessin Fesseln zu lösen. Doch es ertönte gewaltiges Rumoren und ein kolossales Schwert spaltete den Himmel. Kabumich! Unverhofft und einfach so.
Die Urgewalt seiner Landung wirbelte euch alle drei von dannen. Und Bowser wie auch die Prinzessin sind nun irgendwo verschollen. Wo, weiß keiner. Also ist es, dann ist sie nicht in der Gewalt von ihm? Okay. Du sorgst dich sehr um die Prinzessin Schicksal. Das ist völlig klar. Doch dein wahres Ziel sollte Schmiedrich selbst sein. Seine Schergen sind es, die wild und waffenstutzend im ganzen Königreich wüten. Klinglung, den ihr im Palast besiegt habt, war nur ein einziger seiner Lodderbande. Und er wird keinesfalls der letzte sein, dem ihr entgegentreten müsst. Opa, fast hätte ich es vergessen. Im Blitzpalast haben wir einen Stern gefunden. Weißt du vielleicht was über ihn? Einen Stern, sagst du? Sehr aufschlussreich. Es mag nach Aberglaube klingen, doch Sternschuppen vermögen Wünsche zu erfüllen. Und ich bin fest überzeugt, dass sie euch eine Hilfe dabei werden, Schmiedrich das Handwerk zu legen. Oh Jimmy, waren das womöglich zu viele Erklärungen auf einmal? Wollt ihr es noch einmal in aller Kürze hören? Nein, danke, ich hab's kapiert. Eine überaus brenzliche Lage. Ja, ja. Ui, klingt ja echt furchtbar und hoffnungslos. Dann war Klinglong also nur der Erste, den Mario besiegen musste, und die anderen werden sicher noch gemeiner und gefährlicher sein als Bowser. Mario, du klingst gerade so, als würde dich Marios Reise gar nicht bekümmern. Doch du wirst Mario auf seinen Abenteuer begleiten, mein Junge, hast du verstanden? Bitte? Aber Opa, ich bin doch nur ein kleiner Frosch. Sowas ist doch viel zu schwierig für mich. Hey, du bist schon bei Level aufgestiegen, ja? Mein lieber, teurer Mallow, lange musste ich dir die Wahrheit verschweigen, doch in Wirklichkeit bist du gar kein Frosch. Na, der schaut doch nicht so aus. Was? Wenn es um Gerüchte geht, dann sind alle da. Es war ein herrlicher Regentag. Ich saß genau an diesem schönen Ort und genoss ein Grillchen als Imbiss. Da trug die Strömung von Wasserfall her einen Weidenkorb herbei. Ich schaute hinein und ein kleines, hässliches Baby blickte mich an. Auf seinem Gürtelchen stand ein Name geschrieben: Mallow. Bonhomme Marsch. Das wolkige kleine Geschöpfchen tat mir sofort leid. Ich nahm mich sehr seiner an und zog es als mein Enkelkind auf. Das Kind war unbeschreiblich zauberbegabt und mir wurde klar, in den Kleinen steckte viel mehr, als man vermeinen mochte. Ich dachte mir ganz klar, der Junge muss aus fremdem Lande stammen, weit, weit entfernt. Aber Opa, und ich dachte immer, ich wäre Schnutz. Mallow, jetzt wird nicht geweint. Begleite Mario auf seiner Reise. Gemeinsam werdet ihr deine wahre Familie finden. Irgendwo auf dieser Welt warten deine Mutter und dein Vater auf dich. Psst, hey Mario. Mallows Zauberkräfte werden dir auf dein Abenteuer gewiss außerordentlich helfen. Du nimmst den Kleinen doch mit, oder? Naja. Hör mal, Opa. Ab jetzt war ich nie wieder versprochen. Zieh zusammen mit Mario los und finde meine wahre Familie. Wohlgesprochen. Dann nicht länger gezaubert, ihr müsst sofort aufbrechen. Begebt euch zunächst nach Rosenrode. Dort benötigt man euer beider Hilfe. Okay, was gibt's hier noch so? Was ist das hier? Prüfen. Gelächter, Abendernte, Gedenken, Cremetörtchen, Dank, Zello, Demut. Da klingt die Musik in meinen Ohren. Ah. I, D, C, D, C, D. Ich kenne mich aber da bloß nicht aus, ne? Keine Ahnung, hab keinen Musikunterricht gehabt. Den habe ich geschwänzt. Das lief ja mir genug im Radio. Okay. Das heißt, was war dir jetzt? Willkommen, willkommen, dies ist der Frosch. Groschenmarkt.
Ui, bist du etwas zum ersten Mal hier? Mach nix. Froschgroschen, das sind ganz besonderes grüne Münzlein. Wenn du genug Groschen sammelst, erhältst du bei uns dafür exklusive Ware in echter Quappenquellqualität. Aha. Welches Item kaufen? Schlafbombe? Härtetrank? Gruppenhärtetrank? Gruppenstärketrank? Wow, wie viel haben wir? 8? Ich nehme mal so einen Stärketrank mal mit. Das andere müssen wir vielleicht noch. Der ist für die Truppe und der ist für. Nehmen wir auch noch mit. Schlafbombe, ach komm, die ist günstig, die nehmen wir mit. Okay, was ist bei dir? Grüß dich, grüß dich. Toll, dass du unseren schönen Uferschenkel einkehrst. Ich bin die Schenkenchefin hier. Wusstest du eigentlich schon, dass der große Toratz Stammgast bei uns ist? Für Gäste ohne Mitgliedskarte hätten wir diesen dezent reduziertes Sortiment an Getränken anzubieten. Wie? Was kann ich da verkaufen? Oh. Wappen. Corona. Was? Stellt 30 KP der Gruppe wieder her. Maximale Anzahl tragbarer Items 30. Ja. Ich kaufe halt mal eins. Ob ich mir das merken kann, wo da überall was ist zum Kaufen? Der Rosenpfad? Nein. Warum ist das da immer so nah dran? Das hätten sie ein wenig wegbauen können, weil. Gehst du ein bisschen so weit raus und dann. Spring auf die gelben Plattformen, damit sie dich umher befördern. Während sie blau sind, kannst du nicht von ihnen herunterspringen. Wie, trinken die oder was? Hallo? Ah, ich verstehe. Wie komme ich da hin? Da, oder darüber? Ah, das geht noch weiter. Will ich woanders hin? Nein. Was mit hinter? Ich brauche die Plattform. Ich weiß nicht warum, aber ich will sie haben. Wir machen mal einen Angriff. Oh, ist ja ein anderer Angriff, ne? Ah, da muss ich auch später bei Mario lernen, wie das geht. Da war ich so abgelenkt von der Musik, dass er nicht auf die Spinne geschaut hat. Maul kannst du haben. So, da muss man gleich am Anfang drücken. Dann funktioniert das auch. Läuft jetzt da ab. Der schläft oder was? Hörst du jetzt auf mit dem Scheiß? Er gibt halt auf, hä? Nicht abwehrbar. Hält er viel aus hier? So, warte mal, Techniken haben wir keine. Ach, der kann keine Techniken einsetzen, so ist das. Das brauchen wir dann.
Der kann jetzt mal wieder. Da treffe ich höchstens alle. Ja, wie viel hat er denn noch? Wahnsinn. Der zweite starb aber relativ zügig. Mal schauen, was da ist. Hallo? Ich war noch nicht so weit. Gibt's da noch mehr? Es war viel leichter, wie der Gegner drauf war. Nee, ist fertig. Okay. Mehr ist da gar nicht. Ah, da geht's noch weiter. Schau an. Da ist ein Dieb. Komm her. Wow. Starker Feind steht da. Wir haben ein bisschen Energie verloren, ne? Der verpisst sich. Keine Ahnung, was der da treibt. Okay. Das war zu eng verwandt. Moment. Geh weg. Das ist mein Kisten. Wir machen mal die Hilfe. Oh oh, was ist das? Ist alles immer was Gutes oder kann auch was Schlechtes dabei sein? Angriff erhöht. Machen wir nochmal Technik. Der verpisst sich schon wieder. So, der Angriff ist ja erhöht bei dir, ne? Na, so kann's gehen. Da ist nochmal was. Was passiert eigentlich, wenn du so konfus bist? Wow. Was daneben? Das sich wieder. Na toll.
Also mit dem Mellow auf Angriff zu gehen ohne Waffe, ne, das ist eigentlich wirkungslos nach meiner Meinung. Kommt einfach daher und gibt mir einfach. Ach, Ohrfeige. Er hat sie wohl nicht alle. Reicht leider nicht. Das ist ja wohl fies. So, der ist schon mal weg. Das klopft mir das Seestandchen. Das war's doch schon. Eigentlich wollte ich hier die Kiste. Weißt du was? Das machen wir mal zuerst die Pflanze weg. Dachte ich mal so. Da ist noch eine. Ich wollte die ausweichen. Hä? Das war schnell der Sieg. Die machen wir jetzt auch noch weg. Was? Das war ja klar, so ein Halbschlaf. Mario steigt bald wieder auf. So, jetzt haben wir hier aber alles. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da gibt es eine riesengroße Keilerei, so wie ich das sehe. Dann sage ich jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.